Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, und zwar, seit heute Donnerstag gibt es wieder drei neue Community-Events. Und das sind diesmal tatsächlich drei komplett verschiedene, zumindest wenn es darum geht, was passieren soll. Wir gucken die uns erstmal an. Wir gehen mal ganz kurz in die Community-Ziele. Und zwar einmal im Appell der Candy Crew Guild soll man halt ja Palladium, Titan, Roboter in eine gewisse Station im System Irosan liefern. Und zwar steht hier, die Candy Crew Guild, eine unabhängige Organisation mit Sitz im System Irosan, gab Pläne zur Einrichtung einer großen Schiffswerft und zum Bau eines Forschungsschiffs in ihrem Heimatsystem bekannt. Im Zuge der Kampagne veröffentlichte man einen Beschaffungsauftrag für diverse Baumaterialien. So, also, beziehungsweise wird dann hier ein Forschungsschiff und eine Schiffswerft in dem System dann errichtet, so wie das anläuft oder so wie das dann fertig ist. Das finde ich schon mal sehr geil, das gefällt mir ganz gut. Dann das zweite, auch wieder halt Lieferungen, im Prinzip sind alles bloß Handels-Community-Events, aber hier geht es dann darum, System HIP 110028, gibt es dann Pläne zur Errichtung eines Erholungs- und Touristenzentrums. Da dachte ich mir erst, braucht ja keiner. Aber, wer weiß, vielleicht ist das mal eine neue Art von Station, die man da zu sehen bekommen würde. Halt wirklich komplett auf Tourismus spezialisiert, was halt dementsprechend dann vielleicht auch so ein bisschen danach aussieht. Also auch keine so schlechte Sache. Und jetzt kommt aber Community Event 3 im System Wolf 397. In der vergangenen Woche brachte Aegis die Entwicklung neuer Waffen und Technologien gegen die wachsende Targuin-Bedrohung auf den Weg. Trotz aller Kritik an der militärischen Neuausrichtung von Aegis war man sich generell einig, dass dieser Schritt unvermeidlich ist. Ja, also, auch hier wieder Tantal-Gewebeproben von Targuiden-Schiffstyp Zyklops und CMM-Komposite. Ja, in dem Fall wäre wahrscheinlich Tantal das am einfachsten zu beschaffende. Soll man dann an diese Station liefern? Ich überlege jetzt, kann man Tantal kaufen? Ja, ne? Tantal kann man, glaube ich, kaufen. Das ist jetzt nichts, was man bloß durch Abbau bekommt, wenn mich nicht alles täuscht. Also drei ganz geile Community-Events, finde ich super, und ich hoffe, die werden alle drei in Erfüllung bringen. Ich will auf alle Fälle auch dran teilnehmen. Ich überlege halt bloß noch, mit welchem ich anfange. Ich bin mir da noch nicht sicher. Natürlich die Sache mit den Targuiden, beziehungsweise die Waffen und so weiter, und dann auch wohl Scanner, die es geben soll, wohl jetzt schon gibt. Können wir uns vielleicht gleich mal angucken. Ich muss dann mal in die Galaxiekarte gucken, ob ich das finde. Müsste man halt mal gucken, die sind halt so ein bisschen verstreut, die drei Systeme. Wenn ich mir mal die Galaxiekarte angucke, wir sind heute übrigens mit dem anderen Account unterwegs, mit dem Hauptaccount. Da ist Wolf 397, da unten HIP 110028 und in Irosan, ein Stückchen weiter draußen Richtung Maya. Hinten, hier ist jetzt mal Maya ausgewählt, so also auf dem halben Weg zwischen Toluku und Maya, sieht man ja jetzt, ne? So, genau. Ich habe jetzt eigentlich Maya als Ziel unten eingegeben, aber okay, schade, die Station findet es nicht. Ich hatte mir das bloß irgendwo rauskopiert. Ich hoffe, weiß jetzt nicht, ob da vielleicht einfach bloß was, ach guck mal, verkehrt geschrieben war. Wir können ja mal hier reinschauen. Gateway, okay. Oh, entschuldigt, bin gerade aus Versehen ans Mikro gekommen. Ich hatte nämlich ich habe mich jetzt mal bei Discord angemeldet. Ich kannte das vorher überhaupt nicht. Ich habe das immer mal gehört. Und da gibt es von der EOT auch einen Discord-Channel. Und das ist ganz geil. Das gefällt mir. Das ist, ja, wie so ein Chat-Programm nebenbei, wo man dann auch Videos verlinken kann, Bilder zeigen kann, was auch immer. Es ist eine echt feine Sache. Und auch telefonieren, so eine Art wie Skype oder wie mit Teamspeak zum Beispiel. Das ist eine ganz nette Sache. Gefällt mir ganz gut. Okay. Da stand aber halt die... Ist das denn...
Geh nochmal zu dem System. Denn das sollen... Boah. Shit, ich habe das gerade nicht mehr auf nebenbei. Das sollen Militärsysteme sein. Nee, okay. Ja, weiß ich nicht. Da müsste ich mich nochmal informieren. Vielleicht ist hier einfach bloß was verkehrt geschrieben. Vielleicht ein L zu viel. Na gut, jedenfalls war das eine der Stationen, die dort angezeigt wurden, aber die findet es jetzt nicht. Kann auch sein, dass das jetzt der kleine Außenposten war, der da zu sehen war. Aber der ist es anscheinend nicht. So, ich weiß gerade gar nicht, was haben wir denn hier? Haben wir noch irgendwas? Haben wir sogar noch ein bisschen. Ja, ich wollte mir mal die Targoiden mit euch heute angucken. Müssten halt erstmal Richtung Maya fliegen. Sind jetzt 13 Sprünge. Wie gesagt, stehe halt gerade ein bisschen in Toluku rum hier, weil ich was anderes vorhatte, aber das hat sich jetzt hier erstmal erübrigt. Der andere Account, der... Da ja, mache ich noch ein bisschen was, dass das Schiff spätestens am Montag einsatzbereit ist. Denn, was ich jetzt hier nochmal so ankündigen möchte, das haben wahrscheinlich schon einige im deutschen Forum mitbekommen. Und der ein oder andere nimmt da vielleicht schon dran teil. Und zwar ist das eine Sache, die vom Commander Lago Ormand ins Leben gerufen wurde. Und zwar heißt die ganze Geschichte oder die Operation oder die Reise Ahnenbrand. Das startet am Montag um 20.30 Uhr und es gibt ein Zielsystem ungefähr 7600 Lichtjahre entfernt von Toluku, glaube ich. Ich glaube, die Angaben waren von Toluku. Ach, guck mal hier, eine kleine Sonnenfinsternis. Das ist doch schön. Ja, und jedenfalls startet das am Montag, ist halt so eine kleine Expeditionstour. Da haben sich schon einige Commander gemeldet. Ich verlinke euch die ganze Geschichte mal, die er auch da geschrieben hat in verschiedenen... kleinen Kapiteln hat er da immer wieder was veröffentlicht im Forum und da steht dann auch genau drin, wie das abläuft und was man da so machen kann oder worum es geht. Im Prinzip geht es um Spaß, da können auch Neulinge dran teilnehmen. Das soll wohl über 2 Wochen gehen, bis man dann letztendlich bei dem Endpunkt ankommt und zwischendurch gibt es dann immer mal noch kleine Treffpunkte. Aber dazu gibt es dann auch nochmal übers Wochenende mehr Informationen von ihm selbst. Und wie gesagt, ab Montag abends 20.30 Uhr ist dann Start in Toluku. Und über 2 Wochen verteilt gibt es dann wohl immer mal zwischendurch ja, kleinere Events. Aber da gibt er dann nochmal genauere Informationen. Ich verlinke euch auf alle Fälle mal die Sache aus dem deutschen Forum, wo er das dann alles so geschrieben und beschrieben hat. Und ja, schaut es euch ganz gern mal an. Ist eine nette Sache. Ist halt ja von der Community was Eigenkreiertes sozusagen. Und auf alle Fälle eine, ja, ist immer ganz entspannt mit den Explorern, mit den EOT. Da irgendwas zu unternehmen. Schaut da gerne mal rein, ist wirklich, lohnt sich. Kann man mal mitmachen. So, wir sind auf dem Weg Richtung Maya und ich möchte einfach mal so einen Kontakt mit den Targoiden, da soll es wohl einige Signalquellen rund um Maya, die Plejadennebel und so weiter geben, wo man dann auf die stoßen kann. Und heute hatte ich eine Information gesehen, auch im Discord der EOT, dass es verschiedene Targoidenschiffe gibt mit verschiedenen Symbolen, beziehungsweise mal gucken, ob wir das vielleicht sogar selber sehen können heute, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das waren dann immer Screenshots, die dann so ein bisschen hinterher analysiert wurden, denn verschiedene Targoidenschiffe haben verschiedene ja, Symbole auf dem ja, Targoidenschiff drauf und da wird nun vermutet, dass das auch verschiedene kleinere Clans eventuell sind von den Targoiden. Also da gibt es einige verschiedene. Und eventuell wurde da schon spekuliert, dass es dann natürlich auch die Targoiden verhalten sich halt manchmal so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Manche sind dann ein bisschen aggressiver, bei manchen da dauert es ein bisschen, bis die einen mal angreifen, andere machen das dann wiederum gar nicht. Und da wird halt jetzt hin und her probiert und ich hatte vorhin was gesehen, wo dann irgendwie 20 Commander, glaube ich, versucht hatten, so ein Targoidenschiff zu legen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die das gepackt haben oder nicht. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt leider nicht zu Ende sehen. Muss mir das dann nachher nochmal anschauen. Und ja, mal gucken, wie wir uns da mit denen schlagen. Auf alle Fälle fliegen wir jetzt mal nach Richtung Maya oder versuchen mal dort so einen Kontakt in der Gegend herzustellen. Und ich würde mir dann vielleicht meine kleine Korvette nach Maya transportieren lassen. Oder eine der beiden. Und ja, dann mal schauen, was so die Community-Events bringen. Dann wieder zurückfliegen und wahrscheinlich dann mit der Cutter so ein bisschen handeln für die Community-Events. Ihr könnt ja mal schreiben, wo ihr denn gerne dran teilnehmen würdet, welches von den dreien.
Also einmal der Freizeitpark und Touristenzentrum oder die Schiffswerft und das Forschungsschiff oder halt die Waffensysteme gegen die Targoiden. Im Optimalfall wäre natürlich, wenn alles dreist beendet wird, derzeit, das läuft erst seit heute, seit vielleicht 4 Stunden oder so. Die Community-Events gehen halt noch echt nicht lange, aber das erste Community-Event oben, das ist jetzt am weitesten, wenn man das so nennen kann. Also da hat sich bei allen schon ein bisschen was getan, aber das kristallisiert sich dann erst in den nächsten 2-3 Tagen heraus, welches davon am meisten beflogen wird. Und ich gehe mal davon aus, dass auch die Forschungseinrichtung und dieses Forschungsschiff da am ehesten oder gut bei wegkommt. Wahrscheinlich auch aus dem Grund erstmal, weil da natürlich auch Palladium geliefert werden soll. Und Palladium ist halt immer so eine Sache, gerade bei einem Community-Event, wo es dann auch nochmal ein bisschen höheren Bonus-Profit gibt an der Zielstation für die gewissen Waren, ist Palladium immer sehr, sehr gut mit dabei, dass man dann hohen Profit bekommt und locker mal mit so einer vollen 728er Cutter, die halt 728 Tonnen Frachtkapazität hat, dass man da halt mit einem Flug locker mal 2,5 Millionen eventuell machen kann. Jetzt bei dem Community-Event muss ich mir das selber erstmal anschauen, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Aber wenn man da einmal eine Route geflogen hat, ich suche mir da nachher mal was raus und dann schaue ich mir die Sache mal an. Jedenfalls möchte ich erstmal nach Maya irgendein Schiff transferieren, was kampffähig wäre, wenn es denn zum Äußersten kommt. Dafür bietet sich natürlich die Karte an. Aber ja, wegen den Waffen muss ich nochmal genau gucken, was sie da vorhaben. Raketenwerfer sollen es dann sein. Also Zielsuchraketen. Man hatte das ja in dem Trailer schon gesehen, dass die, war das ein 4er-Wing, die dann auf das Targoidenschiff geschossen haben. Das Targoidenschiff dann erstmal an Hülle. Ich weiß nicht, ob es Hülle oder ob es Schild verloren hatte auf 50% und sich dann relativ schnell selbst generiert hat. Also es ist wohl derzeit überhaupt nicht möglich, da als einzelner Commander oder als kleiner Wing oder als normaler Wing irgendwas auszurichten. Kann auch sein, dass die halt tatsächlich derzeit einfach noch unbesiegbar sind. Jetzt zu meinem aktuellen Zeitpunkt immer dran denken, dass die Aufnahmen zumindest auch derzeit wieder ein paar Tage zurückliegen, als zu dem Zeitpunkt, wenn die dann veröffentlicht werden. Also kann sein, dass heute, was ist heute, Samstag in dem Fall, dass da einfach dann schon ein bisschen andere Infos wieder gibt. So, und das ist jetzt eine Sache, die hatte ich jetzt auch in Toluku, ist das so. Da komme ich jetzt nicht mehr nah am Hauptstern raus, sondern einfach mal 100 Lichtsekunden weit weg. Hier sind wir jetzt anscheinend auch zwischen den beiden Sternen einfach rausgekommen. Ja, das hatte ich jetzt, ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich vermute, ist jetzt bloß eine Vermutung, das werde ich wahrscheinlich auf einer Explorer-Tour dann noch ein bisschen genauer erfahren oder vielleicht lese ich dazu auch nochmal was, habe ich jetzt auch noch nichts Genaues gelesen, aber es ist schon anderen aufgefallen, dass man gerade in Systemen, wo dann immer mal so ein Doppelsternsystem gibt, wie jetzt hier auch in Toluku ist das auch so, da gibt es auch 2 Sterne, dass man einfach so ein bisschen weiter weg spawnt. Vielleicht haben die das mit Absicht gemacht, weil es ja trotzdem, es kam in den letzten Monaten wirklich extrem selten vor. Ich hatte es glaube ich gar nicht. Okay, gut, da haben wir direkt den Gegenbeweis, das passt ja wieder mal hervorragend, dass man halt zwischen 2 Sonnen gespawnt ist und halt nichts machen konnte und da aus dem Supercruise gerissen wurde zum Beispiel. Das kam früher selten mal vor, jetzt in den letzten Monaten noch viel, viel seltener meiner Meinung nach. Und kann halt sein, dass sie das deswegen vielleicht gemacht haben, aber wir haben es gerade gesehen. Da waren die beiden Sterne direkt mal um die Ecke und da war es jetzt auch nicht so, dass wir weit weg gespawnt sind. Tja, vielleicht finden wir noch den ein oder anderen Doppelstern. Schauen wir mal, es sind noch 6 Sprünge und gucken wir mal. Ich denke mal, so ein halbes Stündchen oder so können wir heute ruhig machen. Je nachdem, ob sich so ein Targoidenschiff finden lässt. Es gibt dann spezielle Signalquellen, da müssten wir nochmal genau gucken, welche das sind, um auf die zu treffen. Und die sollen wohl auch bei den großen Targoidenbasen so ein bisschen was auslösen. Und auch bei den kleinen Barnacles, die man da sieht, auch die Events gibt es immer noch, dass die da Zeug absaugen oder was auch immer die da machen. Und jetzt müssen wir hier aber erstmal ein bisschen nachtanken, sonst stehe ich ohne Sprit da. Und ich habe es leider vergessen. Mir fällt es jetzt gerade ein, ich wollte euch nochmal die Reparaturdrohnen zeigen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die funktioniert ganz gut. Das ist auch relativ simpel herstellbar. Und ich habe gestern nochmal gesehen, als ich mir die Synthese angeschaut habe für die Drohnen, dass man ja 10 Eisen und 10 Nickel braucht und nicht bloß ein.
Ich hatte das, glaube ich, gar nicht erwähnt im letzten Video bloß gezeigt, aber mir fiel das erst später auf, dass man 10-mal Eisen und 10-mal Nickel braucht und dafür halt 4 Drohnen bekommt. Also, das ist vollkommen in Ordnung, finde ich super. Wunderbar, Treibstofftank ist voll und weiter geht's. Hat sich denn, ich weiß ja, einige von euch spielen auch auf der PlayStation 4 hauptsächlich, ein paar auch auf der Xbox. Hat sich da denn signifikant so ein bisschen was verändert? Dass ihr sagt, okay, jetzt irgendwie performance-technisch hat sich vielleicht nochmal ein bisschen was getan, haben die nochmal ein bisschen optimiert oder halt auch mit der Routenplanung, die ja tatsächlich laut Patch Notes und so wie ich das gestern auch immer mal getestet hatte mit ein paar längeren Routen, scheint die schon beschleunigt worden zu sein von der Berechnung her, dass sie einfach schneller berechnet. Würde mich jetzt mal interessieren, ob die dann auch... Nein, die suche ich nicht mehr. Ob die Routenberechnung oder irgendwas anderes auch auf der PlayStation einfach ein bisschen oder auf der Xbox meinetwegen einfach ein bisschen schneller vonstatten geht. Denn, zumindest war es am Anfang so, dass die dann schon von großem Patch zu großem Patch das Spiel nochmal performance-technisch teilweise wirklich deutlich verbessert haben. Also die ersten anderthalb Jahre ungefähr, so bei den größeren Patches, gab es schon immer mal wieder schöne Performance-Boosts. Auch jetzt wurden Sachen verändert, auch in der Systemkarte zum Beispiel, dass die qualitativ gleich geblieben ist. Scheint auch so, sieht nach wie vor super aus, aber schneller lädt. Und halt wohl die Datengröße, die aufgerufen werden muss für die Systemkarte, gerade wenn das mal 60, 70, 100 Objekte sind, reduziert wurde, teilweise sogar deutlich reduziert werden konnte, allerdings qualitativ gleich geblieben ist. Auch eine schöne Sache und kann natürlich sein, dass das auch den Konsolen zugutekommt, dass es da einfach ein bisschen schneller lädt mittlerweile. Würde mich mal interessieren, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die auch da wieder ein bisschen dran gedreht haben, denn das machen sie verdammt gut, finde ich. So, ja. Nein, die offenen Dingsbums Schlüssel suche ich nicht mehr. Hat er ja einen Tipp, wo ich die herkriege. Aber ich habe halt so viel gescannt und versucht. Ich habe es echt aufgegeben, ne? Keine Chance. Offenen symmetrischen Schlüssel. Furchtbar. Ich habe ja auch im Internet geguckt, wo man die herbekommt. Da stand dann halt immer wieder bloß, dass man die halt auch durch Scannen bekommt, durch Missionsbelohnung. Gut, da könnte ich eventuell nochmal gucken. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Dadurch, dass es jetzt so viel mehr Missionen gibt. Also normale Missionen und... ja gut, auch Passagiermissionen ein paar mehr, dass ich die da eventuell irgendwo als Missionsbelohnung bekomme. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber wir haben ja einen guten Wurf erhalten nochmal mit dem 2er-Upgrade vom Detailscanner. Der 3er, dafür bräuchte ich halt die offenen symmetrischen Schlüssel für das 2er-Upgrade. Da könnte ich ja noch ein paar Mal würfeln und da hatten wir dann 49 irgendwas Prozent sind das, die da rausgekommen sind. Ja, ich dachte, ich kann jetzt schon, wenn ich die Aufnahme mache, eventuell den Namen für die Anaconda auf dem Explore-Account vergeben. Und die Abstimmung läuft noch. Und ich habe vorhin mal reingeschaut, da waren es exakt 50-50. Und es waren schon einige Stimmen abgegeben und es waren genau 50%. Ja, gut, also es hat sich noch nichts entschieden. Mal schauen, eventuell morgen in der Folge oder spätestens am Montag. Ich lasse da noch ein bisschen Zeit verstreichen. Dass dann Montag spätestens der Name halt feststeht. Und bis dahin werde ich dann auch noch mit dem anderen Account noch den 7A Treibstoffsammler, den ich gern hätte, mir noch zusammen sammeln. Und das hier ist jetzt der letzte Sprung. Dann sind wir zumindest in so einem Plejaden-Sektor, wo man halt schon auf die treffen kann per Signalquelle. Ja, schauen wir mal. Das ist jetzt ein System weiter als Maya. Ich zeige es mal kurz. So, Maya ist hier unten. Zack. Und... da sind wir. Man sieht jetzt auch halt an der grauen Linie, wo man herkommt. Finde ich auch ganz geil. Also sprich die Reiseroute, die man schon zurückgelegt hat. Das ging jetzt relativ schnell, ne, mit dem hierher springen. Ich meine, das waren 13 Sprünge. Das ging ganz schön flott, muss ich mal sagen. So. Da ist ein Horchposten direkt vor uns. Ja, toll, hier gibt es nichts weiter. Ach doch, guck mal, ein Großkampfschiff. Ach wo? Ach Quatsch. Ey, lass uns da mal hinfliegen. Das ist ja genial. Okay, na, da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht ist ja da direkt ein bisschen Action.
Das kann natürlich sein. Ich will und kann mich auch gar nicht mit denen anlegen. Mit der Anaconda hier gleich gar nicht. Ich kann die tot scannen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wo ist es denn, das Großkampfschiff? Hier links. Da komme ich doch gar nicht ran, ohne dass ich verbrenne, oder? Da sagt doch der Treibstoffsammler vorher schon halt Stopp. Okay. Ja, ich habe Kühlkörper mit, das ist okay. Ja doch, wir kommen rein auf alle Fälle, aber so nah am Stern, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, ich lasse mich mal überraschen. Und los, jawohl. So, wo ist es? Da. Das ist von der Föderation, wenn mich nicht alles täuscht. Der Battlecruiser. Schickes Teil, ne? Ich würde es euch abkaufen. Kann euch direkt das Geld dafür hier hinschmeißen. Beziehen die etwa schon Stellung wegen der Targoiden? Ja, scheiße, ich habe keine Fighter mit. Sieht ganz geil aus. Junge, Junge. Das ist ein Brummer, hä? Gottchen. Da wirkt die Anaconda auf einmal so mickrig. Echt ein schickes Ding. Sieht aus wie eine einzige Waffe hier vorne. Wie so ein Plasmageschoss. Geschütz. Alter, was zur Hölle. Warum parkt das hier so nah dran? Oder ist es außer Gefecht gesetzt? Hier die ganzen WLAN-Antennen. Bluetooth. Infrarot, alles dabei. Hm? Schick, schick. Hätte ich gern. Kostet wahrscheinlich 10 Milliarden. Die Anaconda, ey. Ehemals größtes Schiff im Spiel. Und hier kommt man sich vor wie so eine kleine Ameise. Genial. Finde ich auch mal super. Aber hier ist nichts weiter, ne? Wie sieht denn das System eigentlich aus? Ja, die anderen sind halt relativ weit weg. Bisschen beeindruckt. Ich will mal versuchen, davon reinzufliegen. Reinboosten. Vielleicht nimmt er uns dann einfach mit. Vielleicht sollte ich da rückwärts einparken. So, Moment. Halt, mach mal nicht so schnell, ein bisschen langsamer. Ich weiß, wir wollten die Targoiden suchen. Machen wir gleich. Ich möchte mich hier noch ein bisschen austoben. Lalalala. Ich versuche da mal rückwärts reinzufliegen. Komm, zeig mal das Schiff von vorn. So. Huch, muss ich entgegengesetzt lenken. Oh Gott. Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, könnte sein, dass wir da nicht durchkommen, oder? Die passt da durch, oder was? Ach du Scheiße. Halt, ich muss wieder anmachen, sonst kann ich es nicht lenken. Halt, andere Richtung. Halt, stopp, nicht so weit. Ganz ruhig, Brauner, ruhig. Warte mal.
Ja, das ist immer nicht so einfach mit dem entgegengesetzt lenken. Oh, jetzt. Das ist gerade ein bisschen unruhig. Ups. Meine Schilde verloren. Na gut, vielleicht kann ich auch so einfach weiter rückwärts fliegen. Ich meine, die Schilde kommen ja wieder, ne? Huch, geht nicht weiter? Oh doch, natürlich. Ja, das haben sie ja irgendwie anders gepatcht, ne, mit den Oberflächen-Scan-Missionen. Ui, 71% Hülle. Ey, das ist ja echt geil, man kommt bis hier hinten hin, ne? Noch ein Stück. Jetzt bräuchte ich einen Rückspiegel, so einen Außenspiegel. Das sind zwei kleine, da ganz rechts und da ganz links. Huch! Muss auch mal sein, so ein bisschen Quatsch. Ich mach das ganz gern. So. Weiter zurück geht nicht. Klasse eingepackt. Okay, da verschwindet die Sicht der Kamera. So, wollen wir rausboosten? Huch! Ich gebe zu, das hat nicht ganz so funktioniert. Meine Fresse, hab dich. Wo hänge ich denn fest? Scheiße. Irgendwo hänge ich fest. Ich weiß nicht, ob ich oben oder unten. Versuchen wir ganz leicht rauszukommen. 17% Hülle nur noch. Das ist natürlich nicht so optimal. Hänge ich unten fest? Echt? Okay, ich hing unten fest. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Die Hülle, die hält tatsächlich nicht so viel aus von der Anaconda hier. So. Puh, da wären wir ja fast noch geplatzt. Na, das wär's gewesen. Okay, vielleicht finden wir hier einfach auch ein anderes System. Vielleicht, ich weiß nicht, tauchen die auch direkt in Maya auf? Oder in Merope vielleicht sogar? Lass mal nach Merope fliegen. Sehr gut, können wir direkt abhauen. Ja, booste ich nochmal, damit es auch perfekt wird mit der Hitzebelastung. Komm. Weil was können, zünde ich jetzt einfach meinen Kühlkörper und Schild ist auch wieder da. Wunderbar. Ja. Kleines Experiment. Halb gelungen, halb fehlgeschlagen. Ein bisschen Hülle verloren. Okay, das Geräusch war gerade der Abwurf des Kühlkörpers. Die kann man ja jetzt mittlerweile dann auch halt herstellen durch die Synthese. Das heißt, ich könnte hier eine Kühlkörperpackung rausschmeißen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier zwei drin habe. Doch, ich weiß warum. Wir hatten hier mal versucht, auf irgendeinem Planeten zu landen, der enorm nah dran war am... Ach, was scanne ich denn hier? Am Stern und da wurde es sehr, sehr heiß beim Anflug. Hier ist auch wieder so ein Großkampfschiff. So wie ich das mitbekommen hatte, muss man jetzt so ein bisschen rumfliegen, nach Signalquellen Ausschau halten und dann hoffen, dass die irgendwo auftauchen, ne? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie die Signalquellen dann heißen. Ja, wir schauen mal. Merope wurde ja wurden die ersten Barnacles gefunden, diese organischen Strukturen mit diesen Metalllegierungen.
Na, mal schauen. Vielleicht taucht hier irgendwo was auf. Die sollen halt schon sehr, sehr häufig jetzt vorkommen, dass man das erzwingen kann, die zu treffen. Fliegt man mit 50% dahin. Bisher taucht noch keine auf. Schade. Sonst sieht man immer mal irgendwelche Signalquellen, aber wie immer, wenn man die gerade braucht oder haben möchte, findet man keine. Komm schon, komm schon. Auf alle Fälle müssen wir so oder so erstmal landen, damit ich das Schiff herstellen kann, damit wir hier den Spawnpunkt haben, falls ich dann doch irgendwie abgeschossen werden sollte. Da kam was. Nee, da hat sich bloß was verschoben. Ja, ja, wie immer, ne? Vorführeffekt. Fliegt mal ein bisschen schneller, wobei das damit auch nichts zu tun hat. Ich könnte auch auf 0 runtergehen. Och, komm. Ich hatte halt immer mal wieder gehört und gelesen, dass man dann eher im Plejadensektor unterwegs sein sollte, aber ich denke, rund um Maya dürfte es eigentlich machbar sein, oder? Dann könnte ich eigentlich auch direkt hierhin die Korvette nachholen. Oder ich lasse die nach Maya schippern. Oder wie war denn das? Hatte Maya... Hatten die eine Werft? Die hatten gar keine Werft, kann das sein? Immer noch nichts, okay. Na gut, vielleicht muss ich irgendwo in den Plejaden einfach mal ein bisschen rumfliegen und danach Ausschau halten. Na gut, dann lasst uns hier erstmal landen. Hat man wenigstens ein kleines Experiment mit dem Großkampfschiff der Föderation. Das vom Imperium sieht halt auch sehr, sehr geil aus. Das gefällt mir fast noch ein bisschen oder gefällt mir eigentlich auch ein bisschen besser als das der Föderation. So, ich habe bloß gedreht, dass wir von einigermaßen vorn rankommen. So, nochmal ein bisschen. So. Na gut, passt. Dann lässt der Erstkontakt wahrscheinlich nochmal ein bisschen auf sich warten. Schade. Hätte mir gewünscht, dass das heute noch klappt, aber... Na gut. Die laufen ja nicht weg. Halt.
Ah, komm zurück. Noch ein Stück. So, passt. Wunderbar. Stückchen vor. Ne, Stück zurück. So, wunderbar. Ja, mal schauen, ob die hier überhaupt eine Werft haben, ne? Ob ich hier das Schiff nachholen kann. Haben sie nämlich nicht. Scheiße, verdammt. 120.000. Boah. Ah, ich habe nichts. Ja, ist okay. Ich habe nichts für den Schwarzmarkt. Dafür haben wir auch nichts. Schade. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht, ne? Dass es hier keine Werft gibt. Es gab ja noch mehr Stationen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob keine davon eine Werft hat. Na gut. Vielleicht hat ja Danels Progress eine Werft. Auch nicht. Warum? Selbst Kolonie hat eine Werft. Schade. Schade, 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 schade. Hier gab es auch bloß die eine Station, ne? Ah, ne, Alcazar's Hope. Omega Prospect, okay. Die haben eine Werft. Ah, super. Ja, das ist ja geil. Also Alcazar's Hope hat eine Werft. Wunderbar. Und was gab es noch? Omega Prospect. Okay, das wäre direkt hier. Da gibt es keine Werft. Da gibt es eine Werft. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Jo, ach komm, dann scheiß drauf. Dann fliegen wir da jetzt nochmal hin. Da sind jetzt nochmal ein paar... Ja, keine Ahnung. Wie weit das jetzt weg ist. Nochmal 7000 Lichtsekunden. Eventuell treffen wir ja nochmal auf was, wenn wir Glück haben. Moderate Geschwindigkeit am Ausgang. Natürlich. Kann es sein? Also ich weiß jetzt nicht, ob mir das bloß so vorkommt. Sind da hinten? Oh, du Drecksack. Moment, dazu gleich mehr. Weiß nicht, dass die Nebel so ein bisschen feiner dargestellt werden? Also nicht den da links, der hier so allgemein, was hier so ringsrum herrscht. Kommt mir gerade ein bisschen unbekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Die Sache gerade, was uns gerade passiert ist, ist mir mittlerweile schon dreimal passiert, dass ich beim Rausfliegen aus einer Station, auch mit dem anderen Account, als ich mit der Anaconda dort so ein paar Passagiermissionen gemacht habe, dass ich dann einfach beim Rausfliegen nochmal gescannt wurde von der Systemsicherheit, die halt um die Station kreisen und dass die immer sehr nah an mir vorbeigeboostet sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so geil ist. Beim Reinfliegen ist mir das noch nicht passiert, aber beim Rausfliegen halt schon dreimal und jetzt hier auch nochmal. Bin ich nicht ganz so begeistert, wenn ich ehrlich bin, dass die mir da fast jedes Mal, das war jetzt gerade extrem knapp, die anderen Male, da kamen die von unten an mir vorbei, da habe ich es nicht gesehen, aber man hat halt gehört, dass auch da wahrscheinlich nicht viel gefehlt hat. Ja, war ich nicht ganz so begeistert, dass das so eng ist. Oh, hier. Wäre natürlich doof, wenn ich jetzt platze, ne? Ich meine, das sind nochmal, weiß ich nicht, 3 Millionen oder so an Kopfgeld. Kriege ich ja hier nicht, ne? Kann ich mir ja nicht abholen, weil das keine Niedrigsicherheitssysteme sind. Oh, Pleione. Stimmt, da wollte ich gerade auch nochmal reingucken. Oder gibt es hier eine orbitale Station? Ach ja. Verdammt. Oh. Keine. Das hier ist so eine Asteroidenstation, wer das vielleicht gar nicht kennt. Da ist in einem Asteroiden eine Station eingelassen. Die sehen innen drin ähnlich aus wie, ich glaube, Industriestation.
Jedenfalls, was ich finde, was sie mal verändern könnten. Ich meine, der Rest, wenn ich ganz nah reingezoomt habe, ihr seht es ja, das sieht immer noch ganz gut aus. Ne? Also das ist vollkommen in Ordnung. Aber was ich seit jeher kacke aufgelöst finde, das sind die Asteroidencluster, die man hier sieht. Ich meine, ich muss schon enorm weit wegzoomen, damit es nicht mehr kacke aussieht. Spätestens ab hier ungefähr wirkt es unscharf. Also im Vergleich zu dem Rest passt das gar nicht mehr rein. Weiß gar nicht, wie das immer wieder durchkommen konnte. Ich meine, die haben immer mal wieder auch so ein bisschen an den Grafiken geschraubt und sieht auch gut aus, ne? Und irgendwann drehten sich dann auch die Planeten, die eine eigene Rotation haben. Sieht man dann selbst in der Systemübersicht, dass die sich drehen. Der hier zum Beispiel. Aber das. So, wie sieht's denn aus? Kommt jetzt vielleicht mal noch eine Signalquelle? Ich meine, ich muss nicht nach links gucken, man sieht es auch vor sich, wenn dann irgendwo was aufploppt, dann ist das immer irgendeine Signalquelle, aber hier nichts. Gut, vielleicht tauchen die auch gar nicht jetzt in den drei Systemen, Pleione, Maya und Meropa auf. Keine Ahnung. Da. Verschlüsselte Emission entdeckt. Wäre das denn sowas, oder? Glaube, das sind nicht die richtigen, die wir brauchen. Bei, was steht da in Klammern noch? Ach nee, das soll Bedrohung 0 heißen. Okay, was hier auch in Klammern steht. Okay. Lass uns mal reinspringen. Hier kann man relativ schnell rein oder früh reinspringen. Bloß noch ein bisschen näher kommen jetzt. Na, solche Sachen findet man hier. Aber da brauche ich gerade nichts von. So, die Richtung irgendwo war das, ne? So, wo wollten wir hin? Ja, ne? Ich kontrolliere das nicht nochmal. Das war die Bodenstation. Ja, genau, die war das. Genau, Werft. Super. Okay, hatten wir eine Signalquelle, war aber die verkehrte. Nun wird natürlich auch versucht zu interagieren mit den Targoiden, dass man da halt verschiedene Sachen aus dem Frachtcontainer abwirft. Es gibt ja da so einen Screenshot, da lässt eine Sidewinder irgendwas aus dem Frachtraum raus und die Targoiden versuchen das dann, so sieht es zumindest aus, so an sich ranzuziehen. Was das genau ist oder was da ausgetauscht wird, weiß man nicht. Wird schon mit vielen verschiedenen Sachen probiert. Bisher gibt es da noch nichts, wie man da eventuell ja, irgendwie interagieren könnte. Vielleicht sollte man es mal mit Sklaven probieren. Vielleicht brauchen die einfach ein paar Arbeiter. Einfach mal 500 Tonnen Sklaven kaufen und dann den vor die Füße kippen. Vielleicht ist man dann, steht man dann gut bei denen da. Keine Ahnung. Ich habe nichts mit. Was kann ich, hätte ich denn hier Frachtraum? 180. Die Dinger, die brauche ich auf meinem anderen Account. Von Datenpunktnetzwerken von Siedlungen aufgezeichnet. Shit, schon wieder zu schnell. Kann über Signalquellen geborgen werden. Ja, haha. Ihr Säcke. Über welche denn? Oft bezüglich eines Schiffs. Okay, oder einer kompletten Station. Tja, keine Ahnung.
Konvoi-Notsignal. Das ist eh da, wo wir hin müssen. Können wir dann nochmal anfliegen. So viel zum Thema halbe Stunde Folge. Tut mir leid, verzögert sich heute ein bisschen. Ist das auf dem Planeten? Nee. Oder? Nicht erforscht? Achso, ja. Ich bin doof. Ist das direkt am Planeten dran? Ja, ne? Nicht, ne, auf dem Planeten ist es auf keinen Fall. Na gut. Hier gibt es auch nochmal ein Großkampfschiff. Hier, die, also die beziehen hier ganz schön Stellung, ne? Dann schauen wir mal in dieses Notsignal rein. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas. Ach so, das ist. Huh. Na gut, hier gibt's also nichts. Okay. Das passt. Passt ganz gut vom Eintrittswinkel her. Müsste. Könnte man eigentlich direkt drauf zurasen. Das sollte funktionieren. Halt nicht so schnell. Runter, weiter, 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 weiter. Okay, so passt. Jo. Ja, wie gesagt, dann hole ich mir die eine Korvette her. Ja, keine Ahnung. Die mehrfach geschützte Korvette oder die andere? Wahrscheinlich die mehrfach geschützte Korvette. Bloß falls was sein sollte, ne? Falls man irgendwie was hier machen kann, dann hätten wir schon mal eine hier. Und die brauche ich ja jetzt nicht für die Community-Events, da reicht es ja zum Handeln, wenn ich da die Cutter wieder nehme. Dieses alte, schwerfällige Scheißteil. Ja. Oh, relativ weit weg rausgekommen. Daisy Jones. Ah, sogar ein Commander. Kommandant Vido. Ha, grüß dich. Huch, wer scannt? Was hat der? Achso, die Anaconda war's. Sehr geil. Stehen wir direkt nebeneinander. Sehr schön. Ich glaube, der ist auch in der in diesem Discord-Channel von der EOT drin. Ui, das ist ja eine schicke Lackierung. Weiß-rot. So, wunderbar. Wollte ich mir mal angucken. Sieht schon ein bisschen abgenutzt aus, ne? Der Lack geht ab, mein Freund. Ach, guck mal, da hat hinten sich so ein Spoiler drauf bauen lassen. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sieht sie anders aus. Da oben. Ne, Vergleich. Da ist keiner drauf.
die Standard, die Rohanaconda sozusagen. Und er hat hinten nochmal, sieht nicht so schlecht aus, das gefällt mir. Aber die anderen Teile, die wir uns nochmal angeguckt hatten gestern, das war nicht so, aber grüß dich. Einmal nicken, moin. So, genau. Ah ja, bevor ich es wieder vergesse, was ich hier eigentlich wollte. Oh Gott, das ist die Black Mamba. Was? 11 Millionen? Okay. Ja, kriege ich durch die Community, wenn es mir auf alle Fälle wieder rein. Eine Stunde dauert's. Okay. Jo, komm mal her. Dann liefern die mir hier. Die mir hier her. So, schwarzes Brett. Gibt es denn hier irgendwelche schönen Missionen eventuell? Ach Gottchen. Für 5000. Da hebe ich ja aber noch nicht mal ab. 600 Credits. Hier gibt es gar nichts. Kolonia für 700.000, genau. Okay, ist bloß eine Datenlieferung, das ist ja okay. Wie viel Zeit hätte man denn dafür? 6 Tage, ja okay, 7 Tage. Guck mal, eine beschädigte Rettungskapsel befreien. Nervengas bergen. Was? Fuck, 33 Missionen? Also das finde ich echt super, ne? Dass es halt jetzt so viele Missionen teilweise gibt. Ich fand es vorher eher ein bisschen unlogisch, dass es so wenig gab. Und oft halt wirklich nur dieselben. Aber hier sind jetzt ja so ziemlich alle irgendwie mal fast vertreten. Okay, da kann ich halt manche noch nicht annehmen wegen Ruf. Ja, geil. Also. Missionstechnisch hat sich richtig geil was getan. Okay, gut, aber darum ging es mir jetzt gar nicht. Und hier gibt es auch nichts weiter. Passagierlounge vielleicht. Aber ich habe jetzt keine Kabine dabei. Oder doch, habe ich Kabine dabei? Ha, tatsächlich. Ich gehe kaputt. Zwei erste und was war das noch? Eine Economy? Ne, drei erste Klasse Kabinen. Oh, der feine Herr. Drei erste Klasse Kabinen drin. 17 Millionen Schiffswrack. Ziel Schiffswrack. Bringen Sie kriminelles Genie. Ne. Auf gar keinen Fall. Keinen Kriminellen transportieren. Wenn die euch scannen, ballern die euch weg. Auch die Station. Das ist mir schon mal passiert. Es geht ruckzuck, da könnte ich gerade noch so abhauen einmal. Aber hier, ne, Transport. 14 Lichtjahre, also ein Sprung. 2,5 Millionen. Das ist nicht schlecht. Okay, gut, das war's dann erstmal für heute. War halt ein bisschen länger als die 30 Minuten, die ich veranschlagt hatte. Und ja, das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Restwochenende noch und haut rein bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich mit Targoiden-Kontakt. Vielleicht fliege ich ein bisschen vor und suche schon mal, ob ich irgendwo was finde. Ja, bis dann auf alle Fälle reingehauen und.